Eine neue State of Play, PS Plus im November und Verkaufszahlen von PS5 und Xbox. Die News der Woche jetzt. Diese Woche fand eine PlayStation State of Play statt, die allerdings viele Fans enttäuscht hat. Denn viele Leute haben erwartet, dass Sony neue große Spiele ankündigt und Überraschungen bringt. Es gab auch viele Spiele, insgesamt über 10 Stück, aber es sind keine großen Titel mit dabei gewesen. Beispielsweise wurden viele Indie-Spiele vorgestellt, wie beispielsweise The Little Devil Inside, ein interessantes Reisespiel. Dann die Erweiterung zu Five Nights at Freddy's Security Breach kam auch noch dazu. Außerdem First Class Trouble, ein Spiel, wo man andere Online-Spieler hintergehen soll, ein bisschen wie Among Us, ein Spiel, das auch noch bei PS Plus kommt. VR OFK ist ein Musikspiel-Story-Adventure. Deathverse, Let It Die, noch ein weiterer, ja, wie soll man sagen, Multiplayer-Shooter beziehungsweise Actionspiel. Card Rider Drift, ein Free-to-Play-Kartspiel, das vielleicht interessant werden könnte. Dann es gab einen neuen Teil der Star Ocean Saga, Divine Force, Japan-Rollenspiel, klassischer Machart. King of Fighters, auch ein klassisches Prügelspiel. Teil 15 kommt jetzt, auch inklusive Online-Beta. Eine neue Erweiterung zu Bugsnax, außerdem namens Big Snacks, die kostenlos ist für Besitzer des Spiels. Dann Death's Door, ein ja, interessantes Diablo-ähnliches bisschen Actionspiel. Und grundsätzlich haben jetzt natürlich die großen Blockbuster gefehlt, was natürlich auch daran lag, dass sie das nicht angekündigt haben. Es gab ja schon einige State of Plays oder zumindest eine, wo es gezielt hieß, hey, wir stellen nur Indie-Spiele diesmal vor, bitte erwartet keine großen Spiele. Und jeder war eben entsprechend darauf schon vorbereitet. Diesmal aber nicht, diesmal hat man eben gedacht, jawohl, es kommen große Spiele, aber es kamen keine großen. Entsprechend, naja, wurde es jetzt nicht gerade sehr wohlwollend aufgenommen, das Ganze. Eine neue PlayStation-Hardware ist erschienen, und zwar das Pulse 3D Wireless Headset in Midnight Black. Das Gerät gibt es ja schon länger in Weiß und jetzt ist eben auch das schwarze Modell erschienen am 29. Oktober, das eben 3D-Audio eben auch vor allen Dingen auf der PS5 richtig, richtig schön aufbereitet. Grundsätzlich ist 3D-Audio natürlich kompatibel mit jedem Headset, das ihr eben an der PS5 anschließen könnt, aber vor allen Dingen das Pulse 3D ist natürlich ein Headset, das ja eben darauf gemacht ist, dafür gemacht ist, räumlichen Klang zu bringen und eine räumliche Soundkulisse. Das Wireless-Headset ist genauso wie die weiße Variante auch für 99 Euro erhältlich. Und alle Infos zu diesem Headset gibt es in einem eigenen Video hier auf diesem Kanal. Weiter zu den PlayStation Plus Spielen, die für November nun angekündigt wurden. Und diese sind ab 2. November bereits erhältlich. Es geht los, es gibt zum ersten Knockout City für PS5 und PS4. Ein Online-Wettkampf nach Dodgeball-Prinzip, beziehungsweise Brennball, wie das vielleicht bei uns heißen würde. Ein Spionage-Party-Spiel namens First Class Trouble, das ich gerade erwähnt habe, das neu angekündigt wurde, das auch für PS5 und PS4 kommt. Ein Spiel, wo ihr eben eure Mitspieler hintergehen sollt. Außerdem kommt für PS Plus Kingdoms of Amalur Re-Reckoning heraus. Für PS4 ein Rollenspiel, das, wie ich finde, definitiv unterschätzt ist und für den Fall, dass sonst für euch nichts dabei ist für PS Plus, das könnte vielleicht doch was Nettes sein, wo man wirklich mal ein paar Stunden rein versenken kann. Außerdem gibt es noch einige VR-Titel für PlayStation VR, nämlich The Persistence, auch ein schönes Survival-Horror-Spiel im Weltraum. Außerdem Walking Dead Saints and Sinners, auch für VR, sowie Until You Fall, ebenso PlayStation VR. Die bisherigen Oktoberspiele sind noch bis 1. November mit am Start, wie zum Beispiel der Shooter Hell Let Loose, also nicht verpassen, bevor diese Spiele rausfallen aus PS Plus. In den letzten Tagen gab es einige interessante neue Trailer von Gran Turismo 7, allerdings jetzt keine großen Enthüllungen, sondern eher so kleinere Kurztrailer, beispielsweise mit dem Titel Racer, mit dem Titel Collector oder mit dem Titel Starting Line, wo ein wenig über die Faszination
Auto und Faszination Gran Turismo erzählt wird. Im Grunde eigentlich, wenn man sich den Trailer anguckt, absolut nichts Neues. Allerdings, wenn man genau hinguckt und sehr genau das analysiert, vor allen Dingen Fans haben das analysiert, stellt man fest, Moment mal, da wurden neue Strecken angeteasert. Jetzt wurde auch noch Deep Forest mit angeteasert, zumindest die Form, die Streckenform. Genauso wie die Strecke Apricot Hill, auch ein Serienklassiker. Und ich bin mal gespannt, ich werde auch dazu auch noch ein extra Video machen zum Thema Strecken in Gran Turismo 7, welche uns erwarten werden und ja, worauf wir uns freuen können. Wir kommen zu den Verkaufszahlen von PlayStation 5 und Xbox Series. Denn es gab zuletzt Quartalszahlen der Hersteller, Sony und Microsoft, wo eben genau aufgezählt wurde, wie viele Geräte verkauft wurden, zumindest bei Sony. Wir fangen jetzt auch bei Sony gleich mal an. Im letzten Quartal, also im Quartal 3, wurden 3,3 Millionen PS5-Geräte verkauft und insgesamt ist das dann eine Stückmenge von 13,4 Millionen PS5-Geräte, die bisher verkauft wurden. Bei Microsoft ist das Problem, dass keine genauen Stückzahlen bekannt sind. Microsoft gibt keine Verkaufszahlen raus, dort gibt es einfach nur die Umsätze, aber nichtsdestotrotz gibt es Schätzungen, die eben von Analysten relativ gut analysiert werden bzw. prognostiziert werden. Da wird geschätzt, dass die Xbox Series X und S sich über 8 Millionen Mal verkauft hat. Interessant ist dabei auch bei den Geschäftszahlen von Microsoft, dass ein Umsatzplus von 166% stattgefunden hat im Vergleich zum Vorjahr, was allerdings logisch ist, weil im Vorjahr gab es ja noch die Xbox One, da war die Series X ja noch nicht da. Interessant sind auch die Abozahlen. Angefangen bei PS Plus, laut Sony-Angaben gibt es 47,2 Millionen PS Plus Abonnenten. Und im Vergleich dazu, bei der Xbox haben wir den Game Pass, da wird geschätzt zwischen 20 und 24 Millionen Game Pass Abonnenten. Und grundsätzlich wächst bei beiden Herstellern, Sony wie Microsoft, die Abozahlen, genauso natürlich wie die Verkaufszahlen. Grundsätzlich ist natürlich auch so, theoretisch könnten beide Hersteller sogar mehr Hardware verkaufen, wenn sie verfügbar ist, aber wir haben ja nach wie vor einen gewissen Lieferengpass. Weiter zu Ubisoft. Da gab es zuletzt auch mal wieder Geschäftsberichte bzw. Konferenzen und da wurde interessante Dinge noch angekündigt. Beispielsweise das von Ubisoft, das neue Prince of Persia Sands of Time Remake im nächsten Geschäftsjahr kommen wird, das heißt ab April 2022. Genauso wird es einen neuen Rocksmith-Teil geben und eben ein neues The Division namens Heartland. Ebenso für das nächste Geschäftsjahr sind vorgesehen Skull and Bones, das Spiel, das schon ewig in der Mache ist, genauso wie ein neues Avatar-Spiel sowie ein neues Mario and Rabbids. Wir bleiben eigentlich gleich bei Ubisoft und kommen damit zu den Neuerscheinungen, denn von Ubisoft kam Riders Republic diese Woche heraus. Ein, ja, wie soll man sagen, ein Online-Massenrennspiel für 20 Spieler, wo man mit verschiedenen Fortbewegungsmitteln den Berg runterfährt, blöd gesagt. Aus dem erschienen ist Marvel's Guardians of the Galaxy, ein Action-Adventure von Square Enix, das euch eben in die Rolle des Star-Lord schlüpfen lässt. Daneben erschienen, passend zu Halloween, ist Project Zero, Priesterin des schwarzen Wassers für PS4 und PS5. Ein neuer Teil der Horrorreihe, die eigentlich zuerst ja auf PS2 gestartet ist und bei der eigentlich das Spielprinzip sehr, sehr raffiniert ist, denn als einzige Waffe habt ihr nur einen Fotoapparat dabei, um Geister abzulichten. Ebenso passend zu Halloween ist ein neuer Teil der Dark Pictures Anthology erschienen, nämlich House of Ashes. Das ist inzwischen die dritte Episode, die herausgekommen ist, nach Man of Medan und Little Hope. Und nicht zuletzt ist außerdem noch NASCAR 21 herausgekommen mit dem Untertitel Ignition, ein neues NASCAR-Spiel, passend eben zur amerikanischen Rennserie. Auf diesem Kanal gab es natürlich auch einige interessante Videos, logisch. Unter anderem, wie schon erwähnt, ein Video zum Pulse 3D Headset, das ich jetzt mal genauer getestet habe und wo ich euch mal genauer sagen kann, wie das alles an der PS5 funktioniert. Und auf dem Kanal von Frau Pixel gab es auch interessante Videos, zum Beispiel ein Trick, den ihr im Notfall kennen solltet, wenn eure PS5 regelmäßig abstürzt. Das solltet ihr euch mal anschauen. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und dann sieht man sich sehr gerne beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin.